Ich bin nicht stiller. Mit dieser Erklärung beginnt der Roman, der die Hauptfigur unserer heutigen Sendung, der Max Frisch, berühmt gemacht hat. Ein anderer Roman des Autors heißt provozierend »Mein Name sei Gantenbein«. Wieder scheint die Identität der Figur als etwas nicht Festlegbares, etwas noch zu Verhandelndes. In einem dritten Roman, er trägt den Titel »Homo Faber«, begegnet ein älterer Herr einem jungen Mädchen, das seine Tochter sein könnte und, wie sich später herausstellt, auch tatsächlich seine Tochter ist. Er verliebt sich und fragt bei der zweiten oder dritten Begegnung nach ihrem Namen. Elisabeth, antwortet die junge Frau, und der Held sagt, ich werde dich Sabbat nennen. Sabbat oder Sabbat, den Namen kennen manche von uns aus der Bibel. So hieß nämlich die Mutter von Johannes dem Täufer. Aber dieser Name steht im Hebräischen, wie übrigens auch im Persischen, auch für eine mündliche Versicherung des Vertrauens, für einen Beweis, für einen Schwur, für, sagen wir es drastisch, für den Anspruch auf Wahrheit. Wir haben es also heute, verehrte Zuseher, mit einem Autor zu tun, für den das Problem, wer ist der andere und wer könnte ich sein, von gewaltiger Bedeutung gewesen ist. Die Prosatexte und Erzählungen von Max Frisch, einem der gehaltvollsten und, sagen wir es zähneknirschend mit der Sprache der Politik, auch einem der nachhaltigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, bewegen sich beständig in einem Komplex von Fragen über das, was ich hier einmal etwas schludrig Identität nennen möchte. Es geht um die Identität des Erzählers mit seinen Figuren oder um seine Versuche, sich von ihnen zu distanzieren. Die sogenannte wahre Existenz kann vorgegaukelt, überzeugend behauptet oder einfach auch bestritten werden. In der Literaturgeschichte hat dieses Verfahren seit der Romantik, seit jener Schlemihl seinen Schatten, also seine Seele, an den Teufel verlor, einen festen Platz. Aber wir können auch noch tiefer in die Frühzeiten der westlichen Kultur blicken. Erinnern wir uns nur daran, dass unser lateinisches Wort für Person ursprünglich die Maske eines Schauspielers im Theater bezeichnete. Maskenspiel, Rollenverhalten, das ist, so legt Max Frisch in seinen erzählenden Werken nahe, die Chiffre, das Symbol für unser Verhalten in der Welt. Und was für die literarischen Figuren gilt, das trifft auch für deren Schöpfer zu. Ich bin oft umgezogen, sagte der 1911 in Zürich geborene Frisch einmal in einem Interview. Es bezog sich auf weit mehr als nur ein Wechsel des Ortes. In einem anderen Gespräch erzählte er von seinem ersten Versuch, sich zu verloben. Als die von ihm Erwählte fragte, was machst du eigentlich, fand er keine Antwort. Aus der Verlobung wurde nichts. Wenn man so will, kann man hier auch den Anfang einer lebenslangen Schwierigkeit des Autors im Umgang mit Frauen sehen, mit leibhaftigen Frauen und mit solchen, die er für sein Werk erschuf. Mit jenem Stichwort Rollenverhalten ist eine Seite des künstlerischen Beitrags von Max Frisch zur Weltliteratur angedeutet. Das Spiel mit der Fantasie, dem Nicht-Festlegbaren, den Würfelaugen des Schicksals. Eine andere Seite des literarischen Werkes von Max Frisch verläuft scheinbar konträr zu dieser Beschwörung, zu der Inszenierung des Imaginierten, der Fantasie, des vielleicht hätte es ja auch ganz anders sein können. Ich rede hier von den oft so bestechend nüchternen, fast an Protokolle erinnernden Tagebüchern, die er veröffentlichte. Tagebüchern, die nicht zum Intimgestöber einladen, sondern die Erlebnisse, Begegnungen und auch erste Skizzen späterer Werke enthalten. Von seiner Zeit als Soldat etwa und von einer großen Liebe. Der Freund und Antipode Friedrich Dürrenmatt nannte diese literarischen Werke die Frisch am meisten naturgemäße Form. Der erste, ihn weithin bekannt machende Band dieser Tagebücher erschien 1950 und hielt die Jahre zwischen 1946 und 1949 fest. Der nicht weniger populäre Nachfolgeband beschreibt die Periode 20 Jahre später und erschien 1972. Man sollte sich diese bisweilen unerbittliche, scheinbar objektive Berichterstattung in einem Journal gleichsam als dialektische Entsprechung zum fantasievollen Romanwerk von Max Frisch
vorstellen. Wir müssen dann aber gleich noch über eine dritte literarische Seite im Schaffen des Max Frisch reden, seine Theaterstücke. Angehörigen meiner Generation prägten sich diese Werke durch viele unglückliche Schullektüren ein. Ich weiß, manche der Zuschauer hatten im Deutschunterricht eine glücklichere Erfahrung, die sich hoffentlich auch noch durch den Besuch gelungenerer Inszenierung im Gedächtnis gehalten hat. Die Stücke werden heutzutage nicht mehr allzu oft aufgeführt. Auch deswegen nenne ich Ihnen an dieser Stelle zwei der berühmtesten Titel. Biedermann und die Brandstifter etwa oder Andorra, zwei Klassiker der europäischen Theaterbühne. Diese Stücke sind geprägt von den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, der Judenverfolgung und ganz besonders dem Phänomen der Masse. Von dem Verhalten also einer mehr oder weniger leicht in Erregung zu bringenden Versammlung von Menschen, die auf bestimmte Reizwirkungen hin jene Phänomene zeigen, die im Fachjargon als neue Eigentümlichkeit bezeichnet werden. Was nun konkret mit diesen neuen Eigentümlichkeiten der Masse gemeint war, das musste niemandem im Publikum mehr erzählt werden, der die drei Jahrzehnte von den späten 20er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgt hatte. Es musste nur mit den Mitteln des Dramas wieder in die Erinnerung gebracht werden. Jene Masse war in den Zeiten der Aufklärung und im Sozialismus noch ein Objekt der Förderung, der Bewunderung, der Aufforderung zur Solidarität. Doch schon in der Begeisterung für den Ersten Weltkrieg, allerspätestens im Berliner Sportpalast, als sie dem totalen Krieg zujubelte, zeigte diese Masse die Verkörperung der neuen Eigentümlichkeit, ihr furchterregendes Antlitz. Max Frisch behandelt dieses Thema, denken Sie nur, verehrte Zuseher, an das Stück Andorra, das 1958 uraufgeführt wurde, wie es einem Schweizer gebührt, eher kammermusikalisch denn als Werk für ein großes Orchester. Die Bedrohung durch die Gesellschaft findet auf engstem Raum statt. Lassen Sie mich kurz den Kern der Geschichte referieren. Andri, ein junger Mann, dessen wahre Herkunft verschleiert werden soll, wird von seinem Vater als adoptierter Jude ausgegeben. Die Nachbarn behandeln ihn folglich genau so, wie sie es sich in ihren traditionellen antisemitischen Vorurteilen gemerkt haben. Juden sind eine Bedrohung. Niemand rührt eine Hand, als der junge Mann umgebracht wird. Wie wir durch den formidablen Biografen von Max Frisch, durch Julian Schütt erfahren können, verarbeitete Max Frisch dabei wohl auch sehr persönliche Erfahrungen. Frisch, liiert mit einer deutschen Jüdin, hatte selbst nämlich lange Zeit nicht wahrhaben wollen, welche Verbrechen im benachbarten Deutschland im Namen des Nationalsozialismus angerichtet wurden. Formal und thematisch zieht Max Frisch in seinen Stücken den Hut vor einem Dichter und Dramatiker, den er ganz besonders bewunderte, vor Bert Brecht. Das Wort bewundern klingt mir an dieser Stelle allerdings etwas zu schwärmerisch. Frisch und Brecht kannten einander recht gut, schätzten einander und ihre Werke. Bedenken wir zudem, dass Frisch zu jener Zeit, also wir reden von den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade seinen 35. Geburtstag feiern konnte, Brecht aber mehr als ein Jahrzehnt älter war, dann können wir uns auch ein leichtes Gefälle der Bewunderung vorstellen. Max Frisch blickte voller Respekt ein wenig nach oben. Allerdings wurde er nie zum Epigonen. Er wahrte auch stets einen ideologischen Sicherheitsabstand zum deutschen Dramatiker. Ihm, Max Frisch, war die Sowjetunion nie geheuer. Davon bleibt natürlich unberührt, dass Max Frisch ein gesellschaftlich sehr engagierter Autor war, der bei allem Abstand zu den Fallstricken der Ideologie nicht nur für die Maßstäbe der Schweizer Öffentlichkeit eindeutig im linken Spektrum der Politik anzusiedeln war. Entscheidend für seine Haltung war dabei wohl auch seine Zeit als Kanonier im Schweizer Heer. Aus seinen Tagebüchern wissen wir, wie häufig er darüber grübelte, was wohl gewesen wäre, wenn er in einer anderen Uniform gesteckt hätte, etwa dem Feldgrau der deutschen Wehrmacht. Hier liegt wohl auch einer der Schlüssel zu seiner lebenslangen Beschäftigung mit den Problemen der Identität, dem Versuch, ein anderer zu sein, dem Leugnen des eigenen Ich. Wie Frisch es eben im Roman an jenem Herrn Anatol Ludwig Stiller
vorführt, den wir anfangs vorgeführt bekommen haben. Stiller, der behauptet, ein gewisser James Larkin White zu sein, Bürger der Vereinigten Staaten. Jener Stiller war ein Schweizer Bildhauer gewesen, der vor dem Leben, vor seiner Unfähigkeit zu lieben, die Flucht nicht nur aus dem eigenen Land, sondern auch in eine neue Identität angetreten hatte. Frisch beschreibt nun ungemein spannend und in immer neuen Entwicklungen, wie dieser Stiller alias Larkin White durch die Begegnung, manchmal auch die Konfrontation mit Zeugen seiner früheren Existenz schließlich zu der Erkenntnis gebracht wird, dass es eben doch ein Entkommen aus der Befindlichkeit der eigenen Person nicht gibt. Die Hölle, das sind die anderen, heißt es in einem Theaterstück von Jean-Paul Sartre. Nein, erwidert an dieser Stelle Max Frisch, die Hölle, das sind wir selber. Diese Hölle hat viele Spielorte, viele Erscheinungsformen. Ich probiere Geschichten an wie Kleider, lautete der berühmte Satz aus dem Roman »Mein Name sei Gantenbein«. Gantenbein erfindet unendlich viele Geschichten, die zu einem Menschen passen wie dessen Garderobe. Für sich selbst hat er die Rolle eines Blinden entworfen, was ihm gleich in zweifacher Hinsicht sehr beliebt macht. Einmal darf er als Behinderter mit einer gewissen Vorzugsbehandlung rechnen. Zum anderen kann er sich gestatten, bestimmte Vorfälle, Peinlichkeiten, Entblößungen einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen. Der Mann ist ja schließlich blind. Gewiss, meine verehrten Zuseher, Adolf Muschk, der berühmte Schweizer Schriftstellerkollege von Max Frisch, hatte recht, als er in einer Lobrede auf seinen Landsmann ironisch anmerkte, man könne nicht direkt behaupten, dass Frisch das Thema Identität erfunden habe. Aber es stimmt auch, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur ganz wenige Schriftsteller so virtuos mit diesem Thema umzugehen verstanden. Und Max Frisch? Wer war dieser Max Frisch? Gut, er war Schriftsteller. Er war übrigens auch Architekt und der Sohn eines professionell sehr viel erfolgreicheren, eines rundum bürgerlichen Architekten, dessen Kennzeichen das Üppige war. Unser Frisch gründete seinen Ruhm als Gestalter neuer Räume auf ein Privathaus und ein immer noch modernistisch anmutendes Schwimmbad. Das ist das berühmte, mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Letzigbad in Zürich, zu erreichen mit der Trambahn Nr. 2. Die belletristischen Kritiker von Frisch, die ihn nicht mögen, behaupten gern, es sei das bedeutendste Werk, das Frisch der Nachwelt überlassen habe, gerade weil es so karg und durchsichtig sei. So geht es zu, wenn Literaten übereinander spotten. Dabei hat uns der Autor in seinen Werken sehr, sehr viel von sich offenbart. Aber vielleicht gibt es noch andere Quellen. Der Schweizer Geheimdienst etwa. Dessen Schlapphüte hatten jenen Schriftsteller, der sich so viele Gedanken um die Identität gemacht hatte, als vermeintlichen Staatsfeind fast ein halbes Jahrhundert lang observiert. Von gesicherten Erkenntnissen kann man nicht reden. Von Literatur gleich gar nicht.